Das ist auf jeden Fall der dreckigste Film des Jahres. Russell, wir konnten deinen Bruder nicht finden. Du meinst, dass ihr nicht nach Rodney sucht? Nein. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Jetzt gibt es die Review zu Auge im Auge. Und es ist die Geschichte von Rodney und Russell. Es ist ein Brüderpärchen. Und Rodney hat im Irak gekämpft. Dem geht es seitdem auch echt gar nicht mehr gut. Ist da sehr von gezeichnet. Will aber jetzt in seinem Leben in den USA nicht genau wie sein Bruder im Stahlwerk arbeiten, sondern verdient sich durch illegale und sehr lukrative Straßenkämpfe was dazu. Er gerät dabei aber leider an Curtis DeGroat, ein ziemlich krimineller Typ, und ist plötzlich verschwunden. Die Polizei kann nichts machen und sein Bruder macht sich dann auf dem Weg, voller Wut und Hass, seinen Bruder zu finden. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Wir haben uns schon immer Sorgen um Rodney gemacht. Ich hab dich lieb. Seit er ein kleiner Junge war. Komm, arbeite im Stahlwerk. Es ist nichts Schlechtes dran, für sein Leben zu arbeiten. Für sein Leben zu arbeiten? Ich habe mein Leben für dieses Land gegeben. Und was hat das für mich getan? Ich mache noch diesen einen letzten Kampf und dann war's das. Showtime. Russell, wir konnten deinen Bruder nicht finden. Du meinst, dass ihr nicht nach Rodney sucht? Nein. Das ist eine ganz andere Welt in diesen Bergen. Die haben ihre eigene Form von Gerechtigkeit und wir spielen dabei keine Rolle. Ihr Anführer ist extrem gefährlich. Du musst deinen Bruder finden, aber sei vorsichtig. Ich bin der Bruder von Rodney Bass. Und ich gehe hier nicht ohne ihn weg. Vergib mir meine Sünden, oh Herr. Die Sünden meiner Jugend. Die Sünden meines Alters. Die Sünden meiner Seele. Wir sind Brüder und ich lasse dich nicht im Stich. Wie man ja auch schon im Trailer sehen kann, hat dieser Film eine unglaubliche Atmosphäre. Er ist sau dreckig, sau düster und gute Laune hat da keinen Platz. Das ist extrem glaubwürdig geworden. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, in diese Stadt zu fahren und mir darüber Kopf zu machen, wie das Leben da wohl sein könnte. Die Schauspieler pfeifen alle aus dem allerletzten Loch. Das ist echt richtig krass, wie das so auch so körperlich auf den Zuschauer sich überträgt. Gleichzeitig gibt es einen sehr stimmigen Score, der das Ganze sehr gut untermalt, das mochte ich sehr. Und was auch teilweise sehr, sehr positiv zu nennen ist, ist, dass der Regisseur sich überhaupt gar keinen Stress macht. Er lässt sich extrem viel Zeit, er lässt wirklich den Schauspielern sehr, sehr viel Platz, der Geschichte sehr, sehr viel Raum. Und das gefällt mir auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es irgendwann aber auch ein bisschen nervig, weil die kommen gar nicht aus dem Quark. Und das ist eben der Punkt, die Story kommt nicht aus dem Quark. Der Film braucht eine Stunde, um wirklich das, was ich in drei Sätzen gesagt zu haben, als Einführung zu etablieren. Der Film besteht also aus 60 Minuten Einführung und aus 50 Minuten Film. Und da ist bei aller Liebe die Story geruhsam aufzubauen, irgendwann auch mal Schluss. Insgesamt ist die Geschichte auch wirklich sehr überraschungsarm, sehr geradlinig. Man weiß also relativ zügig, was da passiert. Und was ich am allerschlimmsten aber finde, ist, dass die Charaktere unfassbar bedeutungslos sind. Es wird nicht einmal aufgegriffen, warum dieser Schmerz von Rodney so tief sitzt und dass vielleicht auch man das mal ein bisschen kritischer beäugen könnte, dass man Leute in den Krieg schickt, sich danach aber gar nicht mehr richtig um sie kümmert. Das könnte man viel besser aufgreifen, das bietet der Film wirklich so an. Der sagt eigentlich, dieser Grundplot sagt ja, mach da was draus, bitte, bitte, mach da in irgendeiner Art und Weise was draus. Und gleichzeitig habe ich auch gar kein Mitleid mit denen, denn man bekommt diesen emotionalen Bezug überhaupt gar nicht aufgebaut. Auch der Bruder Christian Bale, er macht das zwar, aber es bleibt irgendwie alles relativ emotionslos, beziehungsweise auf derselben Emotion, weil das sind halt alles total die harten Typen. Und irgendwo ist halt einfach mal gut, wenn da was passiert, dann kann ich da auch mal ein bisschen mehr Trauer, ein bisschen mehr Schmerz sehen. Den habe ich da nicht gesehen und das finde ich dann insgesamt auch ein bisschen makaber, dass es sehr, sehr schmerzhaft sein soll, ich da aber nichts von sehe. Das passt eigentlich überhaupt gar nicht. Von euch würde ich gerne wissen, was sind denn Momente, die ihr findet, dass in der letzten Zeit so in der Welt, im Weltgeschehen, erst sehr aufgepusht worden sind, man sich jetzt aber gar nicht mehr drum kümmert und die Leute eben alleine lässt. Schreibt das doch mal in die Kommentare.
Meine persönliche Bewertung berücksichtigt jetzt besonders, dass die Charaktere zwar glaubwürdig gespielt sind, in sich aber bedeutungslos sind, mir daher egal und da in keinster Weise irgendwie ein Gefühl entstehen kann, dass man da mitfiebert, dass da irgendwie etwas passiert. Und meine Pro und Kontras habe ich euch ja bereits gesagt und deswegen gibt es von mir jetzt 5 von 10 Punkte. Ich finde ihn sehr durchschnittlich geworden in dem Kompletten, was da passiert. Es ist zwar gut gemacht, die Schauspieler schaffen auch wirklich, sich sehr gut in Szene zu setzen. Es ist aber keine Geschichte, die in irgendeiner Art und Weise ankommt und deswegen gibt es von mir 5 von 10 Punkte. Diese Woche ist ja besonders vielfältig, was in die Kinos kommt, deswegen habe ich euch hier und hier 2 coole andere Filme verlinkt. Da schaut doch mal rein, da gibt es auch den Trailer und natürlich meine Meinung dazu. Schaut da vorbei oder abonniert den Kanal. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen größer geworden, die Filmfabrik Familie, für euch ist auch noch Platz. Also abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.